das erste Mal, dass man mal einfach mal fragt, wie es gegangen ist in der Schwangerschaft und wie es Geburt selber gegangen ist. Und dann, glaube ich, für die Eltern sehr wichtig, dass man das Kind anschaut mit den Eltern zusammen und dass wenn sie Fragen oder Ängste haben, dass sie die stellen können. Das Wichtigste ist mal einfach das Kind anschauen. Das geht relativ schnell. Du siehst, ist du ein gesundes Kind oder ist ein spezielles, auffälliges Kind. Und dann schaut man das Kind von Kopf bis Fuß durch, schaut das an. Sicher mal das Kind ablösen dazu, schaut mein Herz. Schaut euch Reflex an, schaut, wie das Kind reagiert. Wenn es etwas Spezielles in der Familiengeschichte gegeben hat, schaut man ganz spezifisch darauf, ob es dort etwas gibt. Kinderärzte haben gerne natürliche Geburten, weil das ist für das Kind auch immer ein bisschen Stress. Und ein Kind braucht am Anfang ein bisschen Stress. Die Umstellung vom Imami zum ausserhalb allein müssen zu leben, ist relativ gross und dort hilft der Stress ein bisschen, dass es geht. Wir merken ein bisschen mehr Probleme mit Kindern, vor allem von der Atemsituation her, bei Kaiserschnittgeborenen. Die tun wir dann ein bisschen engmaschiger überwachen. Wir haben hier ein Kind, das kurz ein bisschen Sauerstoff braucht, ein bisschen Atemunterstützung. Von dem her gesehen ist es für Kinderärzte, haben wir lieber Kinder, die vaginal normal geboren sind. Eine erste Kontrolle geht mal darum, das Kind kennenlernen, die Familie kennenlernen, sicher sein, dass das Kind gesund ist. Eine zweite Visite machen wir vor allem, um mal zu schauen, wie ist es gegangen im Spital. Man sieht ein bisschen, wie das Handling der Eltern ist mit dem Kind. Und dann halt einfach die Eltern vorbereiten, die gehen nach Hause. Es ist keine Kinderfachfrau oder eine Hebamme, die die ganze Zeit schauen kann, ob alles gut ist. Es ist kein Kinderarzt, der vorkommt. Das heisst, die sind dann allein daheim und dann soll ich die Sicherheit geben, auf was schaut man, was sind die Gefahren und so weiter. Also die zweite Seite ist das Vorbereiten für die Zeit danach. Es geht dann auch darum, ein bisschen das Vitamin D erklären, das man dem Kind gibt. Wann macht man eine erste Kontrolle beim Kinderarzt, wenn alles gut geht? Was macht man, wenn etwas nicht okay ist? Wo kann man sich melden und so weiter.